Hallo zu einem neuen Video von mir, von den Beta Simplex Baby. Irgendwie sieht das Becken total dreckig aus. Hab's auch erst gestern sauber gemacht. Naja. Die Hauptsache ist halt, dass es den Fischen gut geht und denen geht es blendend. Ich kann ja mal hier meinen Finger so als Größenvergleich daneben halten. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, ein Beta Baby, was durch den Wasserwechsel hier reingekommen ist. Muss ich gleich mal rausfangen. Da oben, wenn es mal scharf werden würde, ist ein Simplex-Baby. Ja, wird nicht scharf. Das Interessante ist, die haben eine ganz andere Körperform, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Beta-Baby, als die Beta-Babys. Die sind ein bisschen länglicher. Nicht wundern, im Hintergrund sind Babygeräusche. Ihr wisst ja. Genau. Die kriegen nach wie vor Artemia-Frische. Aber hier bei dem größeren Tier sieht man es ganz besonders. Die sind wirklich etwas länger. Warum stellt er jetzt nicht scharf? Na gut, da. Jetzt. Einmal Finger daneben halten. Seht ihr, dass sie sind irgendwie ein bisschen länger. Kriegen aber auch schon so, sag ich mal, Farbe. Also die Körper sind dunkel. Und ja, die entwickeln sich auch prächtig, sind ein paar größere Tiere dabei und ein paar kleinere, aber das soll ja ganz normal sein und ich denke mal, bei Simplex ist das auch normal. Ich beobachte das einfach weiter. Ich hab keinen Bauchrutscher und keinen, der irgendwie hängt. Also, jetzt bilden wir meine Hunde. Und ja. Ich beende das Video jetzt mal, weil es sonst gleich laut wird, weil jetzt gerade niemand nach Hause kommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr mehr über diese Simplex-Babys erfahren wollt, dann schaut bitte auf meine Webseite. Da habe ich ein ausführliches Zuchttagebuch hochgeladen, wo ihr von Schlupf bis Status jetzt alles seht und auch Bilder. Na, noch einen schönen Tag. Tschüss!